vor einigen Monaten, das war im September vergangenen Jahres, da bezeichne ich nur die Geburtsstunde dieser Idee. Da hat es ein erstes Treffen mit Vertretern der Stadt Remscheid und der LEG gegeben, wo man sich darüber unterhalten hat und Gedanken gemacht hat, was braucht Klausen und was können wir gemeinsam für Klausen auf die Beine stellen. Rückblickend hat es bereits einen Seniorentreffen gegeben, mehrere Jahrzehnte, angefangen von den 60er Jahren, der sich dann aber vor ein paar Jahren nicht mehr tragen konnte. Es hat im Dezember vergangenen Jahres eine Quartierskonferenz in Lüttringhausen gegeben und alle haben eigentlich die gleiche Sprache gesprochen. Es muss einen Ort der Begegnung geben, wie wir bisher gesagt haben. Ein Ort der Begegnung und zwar nicht nur für ältere Menschen, sondern wie wir mal sagen, von jung bis alt. Und so hat sich eine Gruppe oder inzwischen auch eine Partnerschaft gefunden aus vielen verschiedenen Teilnehmern. Allen voran aus der Stadt Remscheid, die Arbeit Remscheid, GmbH, die Schlawiner, der AWO-Ortsverein Lennep-Lüttringhausen und die LEG, die Stiftung Dein Zuhause hilft und auch die Ulrike und Lothar Kaiser Stiftung und alle gemeinsam haben gesagt, okay, was können wir denn schaffen und wo können wir das Ganze tun? Da sehen Sie hinter uns Räumlichkeiten, die noch nicht danach aussehen, aber bald dazu geschaffen werden, einen Quartierstreff ins Leben zu rufen. Und dieser Quartierstreff soll nicht nur die Begegnungsmöglichkeit schaffen, sondern er soll Beratungsangebote zur Verfügung stellen für Menschen, die auch einfach mal in Situationen geraten, wo sie einen professionellen Ansprechpartner brauchen. Er soll Bildungsangebote vorhalten, Freizeitmöglichkeiten und auch die tolle Idee, wie ist man am liebsten zusammen bei kulinarischem und Getränke. Und von daher freue ich mich heute sehr, hier im Einzelnen begrüßen zu dürfen den Oberbürgermeister Marc Weiß, vertreten für die Stadt Remscheid, die Unterschrift zu setzen unter einem Mantelkooperationsvertrag, wie ich glaube nicht nur ich persönlich, sondern viele unserer Mitpartner sehen, dass es nichts Selbstverständliches ist, dass wir von Anfang an mit 6 großen Partnern an dieser Idee gearbeitet haben und nicht erst im Laufe der Zeit zu dieser Gruppe zusammengewachsen sind und uns auch jetzt schon einig sind, dass es keine kurzfristige, sondern eine langfristige Zusammenarbeit werden soll. Und das möchten wir heute mit einem Mantelkooperationsvertrag, der eine Anlage enthält, wo viele tolle Ideen der eben genannten Partner drin sind, welche Angebotsvielfalt für die Bürger hier in Klausen zur Verfügung gestellt werden sollen. Was bei Ihnen der September war, war bei uns im Hause der Mai letzten Jahres. Da sprach mich Thomas Köppchen an und sagte, wir brauchen mal einen Gesprächstermin. Und dann kamen wir zusammen, die AWO, Kollegen aus der Stadt, die Schlawiner, und sagten, es muss hier am Klausen was geschehen. Wir sind dann auch hier vor Ort gewesen, haben uns das alles nochmal angeschaut und haben gesagt, hier muss Begegnung möglich sein. Hier muss Gespräch möglich sein, hier muss Austausch möglich sein. Ich freue mich sehr, dass die LEG die damals leerstehenden Räumlichkeiten vorne in dem Flügel wieder belebt hat, dadurch, dass es hier wieder haustechnische Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt. Das ist ganz wichtig für die Menschen. Ich habe schon mal bei einem der vielen Besuche, die ich hier gemacht habe in dem letzten Jahr, bin ich auch schon mal von einer Bewohnerin des Hochhauses angesprochen worden und die gesagt hat, wie notwendig ist, dass man jemanden erreichen kann. Dann kam der September, als wir das erstmal zusammengesessen haben und ich hatte den Eindruck, da wollen welche was gemeinsam auf die Beine stellen. Mit Herrn Wolf, mit dem wir schon mal bei einem Termin in Düsseldorf mit Herrn von Lackung gesprochen haben, haben wir das dann auf der Expo letztes Jahr, ich habe einen Kalender nach, am 7. Oktober mit Herrn von Lackung, dem LEG-Chef, auch nochmal über das Thema gesprochen und haben ihn, glaube ich, auch für die Idee begeistert. Wir haben gesagt, das ist ein wichtiges Quartier, es hatte ja Irritationen gegeben wegen Veräußerung einzelner Wohnungen. Das ist zum Glück alles wieder beruhigt. Ich habe mit dem neuen Eigentümer gesprochen, der keine Heuschrecke ist, sondern daran Interesse hat, hier auch vor Ort präsent zu sein. Den werde ich auch noch einladen, sich hier daran zu beteiligen an unserem Projekt, zumindest finanziell. Und dann habe es tatsächlich eine Menge Gespräche gegeben mit der Frage, wie können wir was gemeinsam auf die Beine stellen. Für uns als Kommune, ja, das Qualitätsversprechen, wir gehen nicht aus der Fläche, auch wenn wir vor finanziellen Herausforderungen stehen. Und das geht nicht damit, indem man sagt, wir schaffen zusätzlich neue Ressourcen und dafür haben wir nicht die Möglichkeit, sondern es geht nur in Partnerschaft. Deswegen freue ich mich, Sie haben gerade alle Partner aufgezählt, dass es
von Anfang an klar war, wenn wir das gemeinsam hinbekommen wollen, dann müssen wir mit all den Partnern, die hier daran interessiert sind, auch zusammenarbeiten. Das ist gelungen. Und mit der Kooperationsvereinbarung, die wir heute unterschreiben, geben wir den Start für die Herrichtung der Räumlichkeiten. Das soll ja jetzt sehr schnell geschehen, und damit wir im Oktober Eröffnung feiern können. Das Feiern ist schön. Das finde ich auch wichtig. Das soll auch zukünftig hier sein. Was mir aber viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass hier Menschen sind, die ansprechbar sind. Dass die unterschiedlichen Träger mit ihren Angeboten erreichbar sind für Geselligkeit, für Themen der Gesundheit, Thema des Alters, für junge Leute im Bereich der beruflichen Orientierung bis hin zu kulinarischen Angeboten. Der Mix ist breit gefächert. Ich glaube, dass das ein wichtiges Signal ist für all die Menschen, die hier im Klausen leben. Sind über 1000 Wohnungen mit dementsprechend vielen Menschen. Und hier Ansprechpartner zu finden zu den unterschiedlichsten Themen, ergänzt Angebote, die zum Beispiel die Schlawiner ohnehin schon machen und die dann auch in der Stadtteilkonferenz, die hier nun sehr beispielhaft arbeitet, auch immer wieder begleitet wird und von dort in Impulsen und Anregungen auch unterstützt wird. Mein großer Dank gilt allen, die es möglich gemacht haben. Ich empfand die Gespräche mit LEG und mit der Stiftung immer als sehr angenehm, weil ich den Eindruck hatte, ja, die wollen. Und das ist etwas, was wirklich bemerkenswert ist. Und der Erfolg dessen, was wir hier heute begehen, ist ein Erfolg all der Menschen, die hier stehen, die nicht alle namentlich genannt worden sind. Aber bitte, das sind die Patinnen und Paten dieses Vorhabens. Und bei denen möchte ich mich ausdrücklich bedanken, dafür, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Und ich habe Frau Anhalt den freundlichen Hinweis vorgestern im Telefonat bekommen, dass ich nicht nur was sprechen soll, sondern als Erster den Vertrag unterzeichnen. Das tue ich besonders gerne. Und wenn wir das alle unterzeichnet haben, nimmt eine Geschichte, die ich sowieso schon als erfolgreich bezeichne, jetzt seit ihrem weiteren Lauf, nämlich die ambitionierte Zeit der Herrichtung und dann der Beginn des Angebots. Und ich darf jetzt den Staffelstab übergeben an Ulrike Kaiser von der Ulrike Lothar Kaiser Stiftung. Auch das ist so eine Geschichte, die ist nicht selbstverständlich, aber diesen Remscheid funktioniert das. Ich habe Herrn Kaiser angerufen und gesagt, wir haben da eine tolle Idee. Wir sind ganz viele Partner dabei. Wir haben ein kleines Problem. Wir brauchen noch ein bisschen Geld für die Ausstattung der Räumlichkeiten. Und dann hat Rigi Ulrich dem Lothar Kaiser eine Liste zur Verfügung gestellt der erforderlichen Dinge. Und das war keine kleine Summe, die da zusammengekommen ist, sondern da ging es um 20.000 Euro. Ungefähr zwei Tage später kam die Antwort von der Stiftung: Das Projekt ist gut, es ist nachhaltig, das könnt ihr haben. Liebe Ulrike Kaiser, darf Sie hierhin bitten, ich mache Platz. Lieber Lothar Kaiser, euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung. Also was wir gerne unterstützen, sind Initiativen, die sich zusammenfinden und die gemeinsam was auf die Beine stellen. Und das ist hier in diesem Fall wirklich geschehen. Das ist gerade ein paar Mal gesagt worden, wie viele unterschiedliche Initiativen das sind, auch unterschiedliche Ausrichtungen. Und ich denke mal, das bietet die Gewähr dafür, dass es ein dauerhaftes Projekt wird und auch die Gewähr dafür, dass das Programm relativ vielseitig sein wird. Und ich denke, das haben die Klausener Bürger verdient. Insofern wünsche ich allen hier ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich herzlich für die Möglichkeit, hieran teilhaben zu können. Und ja, im Sinne aller Klausener Bürger und darüber hinaus auch aller Remscheiderinnen und Remscheider. Vielen Dank. Es ist ein toller Tag heute, weil es ist ein Tag, der ein bisschen typisch für Remscheid ist, weil es ein Projekt ist, was durch die Kooperation ganz vieler verschiedener Organisationen überhaupt erst möglich geworden ist. Und das ist etwas, was Remscheid, glaube ich, zumindest im Sozialbereich, wirklich ausmacht, was ich so in keiner anderen Stadt bisher erlebt habe. Die kleinste Großstadt Nordrhein-Westfalens ist ja auch, wie ich immer sage, sozusagen der größte Dorf Nordrhein-Westfalens. Das ist, glaube ich, auch die Grundlage dafür, dass man so gut miteinander kooperiert, zusammenarbeitet und unterstützt wird. So wie jetzt von der Ulrike Lothar Kaiser Stiftung, weil die Menschen Projekte kennen, die
die Menschen kennen und die Organisationen, die miteinander kooperieren und werden dann im Oktober den endgültigen Schritt gehen und das Ganze dann auch in die Tat umsetzen. Ich hoffe, dass wir anhand von Lüttringhausen-Klausen und diesem Projekt mit dem Jobcenter in Remscheid in die Diskussion kommen, Arbeitsförderungsmaßnahmen stadtteilorientiert durchzuführen, also dorthin zu gehen, wo die Menschen leben und dort Angebote zur Aktivierung und für Schritte in Richtung Arbeitsmarkt zu kommen. Wir werden zum Start, leider nicht heute, so ein bisschen für das kulinarische Angebot sorgen mit unserer Produktionsschule, aber wir haben auch eine Menge Ideen für andere Arbeitsförderungsprojekte. Ich freue mich sehr darauf. Und die Arbeiterwohlfahrt ist vor Ort ein kleiner Wohlfahrtsverband. Wir jetzt aber in Lüttringhausen haben uns zum Ziel gesetzt, die anzusprechen, die vom Alter her das sind, was man früher Senioren nannte, aber noch fit genug sind, um was zu geben. Wir wollen ja quasi diese ehrenamtlichen Komponenten einbringen. Also von Menschen, die sich für Sprachen interessieren und hier Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch anbieten möchten, über Reparaturcafés etc. pp. Daher tun Sie mal so, als ob Sie ein Häuser vor mir sehen, stellen Sie jemanden vor, der zwei Köpfe größer ist, weil eigentlich nicht der heute hier stehen, oder er macht etwas, was eigentlich frevelhaft ist. Ich ist außer bei meinem Urlaub, deswegen unterschreibe ich heute quasi. Solche Projekte, wie wir es hier ins Leben mit so guten Würfen hinzubekommen, ist was ganz Großartiges und beispielgebend, glaube ich, wirklich für viele Quartiere, weil dieses Zusammenspiel von vielen sozial engagierten Vereinen, von Anbietern in einem Quartier, an einem Ort, ist etwas, was man sonst nicht hinbekommt. Und das, glaube ich, ist ganz großer Verdienst von Herrn Weiß, der sich hier sehr persönlich engagiert hat, alle zusammenzubringen. Und mit großer Freude unterschreibe ich hier den Rahmenvertrag. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es anläuft, wie es von den Mietern und den Menschen, für die wir das hier tun, angenommen werden. Und ich wünsche uns allen viel Erfolg dabei und natürlich auch, dass alle mit viel Spaß und Gewinn für alle Seiten dabei sein werden. Das Besondere an der Stiftung ist zum einen, dass damit die LEG natürlich ihr soziales Engagement nachhaltig weiter ausbaut und damit ein Zeichen setzt. Und wir als Stiftung, wir engagieren uns aktuell sehr in dem Umfeld von Corona-Hilfsmaßnahmen. Da haben wir tatsächlich so ein bisschen auf den Fokus drauf gerichtet. Aber eins unserer Kernelemente bei der Gründung sind tatsächlich soziale, langfristig angelegte Projekte, die den Bewohnern in den Quartieren zu Hause kommen, vor allem durch die Quartieren der LEG. Und die Begeisterungsfähigkeit, die wir gespürt haben, als wir das erste Mal in dieser großen Runde mit den Kooperationspartnern zusammengekommen sind, das ist das, was bei mir auch so hängen geblieben ist. Und das ist was ganz Besonderes für die Stiftung, nämlich ist tatsächlich die erste Projektzusage, die wir letztes Jahr dann auch tätigen konnten. Und wir engagieren uns für 5 Jahre und wir geben 150.000 Euro, sodass wir hier vor Ort für im Quartierstreff Klausen etwas Nachhaltiges für die Menschen schaffen können. Und ich glaube, vieles ist schon gesagt worden, da kann ich mich nur anschließen. Und ich freue mich ganz besonders darauf, dass es jetzt richtig losgeht. Es freut mich natürlich sehr, dass diese ersten Gespräche mit dem Vorstand der LEG, die ich noch in anderer Funktion in Düsseldorf geführt habe, tatsächlich dazu beigetragen haben, sie ein bisschen auf Remscheid zu locken, den Kontakt zum Oberbürgermeister herzustellen und sie auf dieses tolle Netzwerk getroffen sind, um dann auch zu sagen, das erste Projekt der LEG soll tatsächlich in Remscheid starten. Das ist wirklich ein tolles Zeichen. Denn wenn man sich so Wohnungsmarkt und Wohnungsgesellschaften anguckt, dann verstehen die heute alle sehr genau, dass es nicht nur darum geht, Wohnungen zu vermieten, sondern, wie Sie es ja auch schon sagten, es darum geht, sich um das Quartier, um das Umfeld zu kümmern. Und gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass viele Menschen, die wochenlang in ihren Wohnungen ja, in Quarantäne waren, viel Unterstützung brauchen. Und dass das eine Bereicherung und auch ein Alleinstellungsmerkmal für gute und moderne Vermieter ist. Und ich hoffe, dass die LEG genau diesen Weg auch weitergeht. Vielen Dank.